In diesem Video testen wir das Royal Pub hier im Disney Village. Hallo meine Lieben, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ja, das Royal Pub hat jetzt geöffnet. Das war ja vorher das King Ludwigs. Die Renovierung ging super, super flott für Disney-Verhältnisse. Und natürlich müssen wir das Essen jetzt hier testen. Es ist jetzt ein English Pub geworden. Hat ab 11.30 Uhr morgens geöffnet bis abends um 11. Es gibt Frühstück, es gibt Menüs, es gibt auch eine Happy Hour. Ich bin sehr gespannt. Zeige euch die Menükarte, zeige wie euch, wie es innen aussieht. Und natürlich, was wir essen und ob es uns geschmeckt hat. Ouais, j'ai bien fait de la prendre avec Simon. Si, parce que juste après, on avait du beurre. Hier seht ihr einmal das Außenschild. Es gibt auch ein Kids-Menü. Das seht ihr hier mit Dessert, Main-Course und ein Getränk. Es gibt das Pub-Menü, das werde ich wahrscheinlich nehmen. Eine Happy Hour bis 7 Uhr. Also von 5.30 Uhr bis, also 17.30 Uhr bis 19 Uhr. Also seht ihr deine Preise und ja, ist jetzt mal Fish and Chips hier ganz standardsgemäß. Dritte. Ich zeige euch jetzt mal die Karte. Also hier habt ihr die Happy Hour. Die habe ich euch da draußen schon gezeigt. Es gibt Snacks und Starters. Das Garlic Bread, meinte Brina, sieht richtig gut aus. Dann gibt es natürlich Biere. Könnt ihr hier lesen. Dann gibt es das All Day Breakfast. Das kostet 24 Euro. Gibt es wohl den ganzen Tag. Aber von der Größe her sieht es jetzt auf dem Bild aus wie bei Annette's. Ich glaube, es gibt hier zwei Eier. Annette's gibt es nur eins, aber kostet dementsprechend auch mehr. Jetzt muss ich mal umblättern. Ansonsten seht ihr hier die Cocktails. Die kosten normalerweise 12. Die Classics sind ein bisschen günstiger. Und dann gibt es auch Mocktails. Einmal gibt es hier so Platten zum Teilen. So, ich glaube, Fingerfood-mäßig und auch vegetarische Optionen. Und ich finde es nur sehr witzig, dass die vegetarische Option sogar 1 Euro teurer ist als die Fleischoption. Dann gibt es Burger. Drei verschiedene mit Pulled Pork, Original Royal Burger und Crispy Spicy Chicken Burger. Club Sandwich und Salate. Hört sich auch sehr gut an. Brina wird, glaube ich, den Caesar Crispy Chicken Salad nehmen. Und es gibt die Bowl, die nehme ich wahrscheinlich im Menü. Dann gibt es hier einmal das Dessert. Dann gibt es auch Eis. Und hier gibt es auch nochmal die Getränke. Und es gibt Pub-Specials. Das sieht auch ganz gut aus, muss ich sagen. Ich glaube, das ist dieses Birth, was auch immer. Das zweite, dieses goldgeschriebene Guinness. Ich glaube, das ist so eine Guinness-Biersoße. Sieht auch gut aus. Und hier haben wir nochmal die Weinkarte. Es gibt auch härteren Alkohol, wenn ihr möchtet. Genau, hier gibt es auch eine richtig schöne Bar. Für Kinder gibt es auch hier diese super schönen Royal Pub Kronen. Aber auch für jung gebliebene Erwachsene. Da, da steht auch das Kindermenü, glaube ich, drin. Und es gibt auch ein Rätsel dazu, was man dann auch lösen kann als Kind. Aber wir sind ja jung gebliebene Erwachsene, deswegen geht das auch mit Krone. Und hier seht ihr jetzt mal das Menü. Also es ist extrem laut hier. Gut, es ist auch sehr voll. Aber es ist sehr laut, also ein bisschen Bahnhofsatmosphäre. Für 27 Euro bekommt ihr eines dieser Hauptgerichte, Mac and Cheese, Powerball oder Crispy Chicken Burger und ein Dessert, und zwar dieses Ethno Mess Banoff. Da meinte Nina, das ist Mascarpone oder ein Apple Pie. Wie gesagt, für 27 Euro. Es ist kein Getränk dabei. Aber, also okay, ich bin ja ein Bowl-Fan, aber ich mag keine Mischung mit Mango, also süßen, und da ist auch Sweet Potato drin, also Süßkartoffel. Bei Süßkartoffelpommes ja, aber so Süßkartoffel, habe ich eben schon so den Mädels gesagt, mag ich überhaupt nicht, deswegen doch keine Bowl. Mich lacht irgendwie das Chicken Tikka Masala an, weil ich mag sehr gerne indisches Essen. Ist jetzt nicht so englisch, obwohl das, und das Club Sandwich sieht auch gut aus. Schwierig. Der Caesar Salad klingt auch gut, aber den nimmt, glaube ich, Brina. Dann probiere ich mal bei ihr. Ansonsten würde ich das Garlic Bread nehmen und ja, entweder Club Sandwich oder Chicken Tikka Masala.
Was soll ich machen? Schwer zu sagen. Ich weiß nicht, ob die gutes Chicken Tikka bekommen. Ja, das ist auch so meine Sorge. Naja, gucken wir mal. Unser Essen ist da, also Ninas noch nicht. Irgendwie ist unser Kellner ein bisschen verpeilt. Nett, aber verpeilt. Ich habe mich jetzt gegen das Menü entschieden. Ich habe Chicken Masala genommen. Und es riecht richtig gut. Und es sieht auch richtig gut aus. Dazu noch hier dieses Parmesan Knoblauchbrot. Hier gibt es Brot von Brina. Aber ich glaube, ich zwack mir noch ein Brot ab. Und hier gibt es... Und hier gibt es einmal den Caesar Salad, sieht auch gut aus, auch mit dem Brot. Und ja, Nina, das Mushroom Pie, das zeige ich euch gleich. Und der Wein fehlt auch noch, die zwei haben sich Wein bestellt. Und der Wein ist angekommen. Und so sieht Ninas Mushroom Pie aus mit einem Beilagensalat. Ich habe jetzt hier auch schon probiert. Ist sehr lecker, aber es ist tatsächlich auch sehr wenig. Brina, du wirst jetzt gefilmt. Hello, my dear. Was sagst du zu deinem Essen? Amazing. It was a dance on my table. Nee, sorry. Also es war eine Kombination. Es war okay. Es war für einen Freizeitpark ein guter Caesar Salad, muss man sagen. Das Hähnchen war lecker. Ich hätte das lieber warm gehabt. Es war aber kalt. Ich weiß nicht, immer wird bei Fleisch in, wie sagt man, nicht Beilagen, Inlagen, wie sagt man, wenn es im Salat drin ist? Zutaten? Ja, dann ist es nicht immer in einem Salat warm. Ich mag es aber lieber, wenn es sowas dann warm ist. Die Soße war jetzt kein Highlight, war aber auch nicht schlecht. Das Knoblauchbrot hätte mehr Knoblauch vertragen können. Es war ein bisschen trocken. Ich gehe auch davon aus, ich kann dich heute Nacht noch küssen, ohne dass du es eklig finden würdest, weil ich selbst schmecke den Knoblauch jetzt erstmal nicht. Also was tun wir nicht. Hallo? Und was richtig, richtig gut war, ist die Pilzsoße, die bei Nina dabei war. Die haben wir uns ja auch extra bestellt. Da hätte ich alles hintunken können, das war super lecker. Ja. Und der Wein, wir haben süßen Wein bestellt bekommen, haben wir so ein richtig saures irgendwas. Ja. Der Wein. Ja, der Wein war nix. War gut, aber ich finde, es könnte ein paar Euro günstiger sein. Ja, teuer, ja. Ja, der Salat war so ein Mühöl drauf. Bei dir. Kein Essig. Ja. Ich müsste für den Preis jetzt nicht nochmal. Aber jetzt warte ich mal Eaton Mess, vielleicht überzeugt mich das. Ich würde gerne mal die Mac and Cheese. Den Herrn hier gerade. Ich wusste nicht, dass du noch was sagen möchtest. Ja, ich würde gerne mal diese Mac and Cheese, die du vielleicht gerade auf dem Teller zu da hingefilmt hast. Da ist ein schlafendes Kind. Achso, da ist ein, okay. Die würde ich gerne mal probieren, würde mir dann aber auch, weil sie relativ trocken aussieht, das sieht so aus, als wäre da wirklich nur so Käse, so drauf und warm, dass der Käse so ein bisschen schmilzt, würde ich mir auch die Pilzsoße noch dazu bestellen. Also immer die Pilzsoße mit dazu bestellen. Ist nur on point. Nina hat sich jetzt noch das Dessert bestellt, dieses Bananen-Mascarpone irgendwas. Und obendrauf ist, glaube ich, Baiser. Sieht eigentlich gut aus und ist relativ groß. Jetzt kommt noch mein Fazit zum Essen. Ich habe auch gerade noch Ninas Dessert probiert. Ja, ist okay, aber hat mich jetzt auch nicht umgehauen. Ich fand mein Chicken Masala lecker. Aber für den Preis, ich glaube, es waren 24 Euro, wenn ich mich jetzt nicht ganz falsch erinnere, ist es eine relativ kleine Portion. Ohne mein Knoblauchbaguette wäre ich nicht satt geworden. Das Knoblauchbaguette war auch gut, aber ich hätte es mir ein bisschen saftiger vorgestellt. Irgendwie ein bisschen mehr Butter und auch Knoblauch. Es war jetzt nicht so intensiv.
Ja, also es war in Ordnung, aber die Preise sind... Es ist solide, mein Krönchen hier. Aber es ist einfach zu teuer für das, was es ist. Also ich würde hier nochmal herkommen, wenn es günstiger ist. Aber für den Preis, also wenn man das mal zusammenrechnet, Hauptspeise und Vorspeise, dann bin ich schon fast bei einem Buffetpreis. Und das Getränk natürlich, bin ich fast bei einem Buffetpreis in einem der Disney-Hotels oder im Disneyland Park im Plaza Garden zum Beispiel. Da ist ja noch das Getränk inklusive. Bei Walls ein bisschen mehr. Ja, aber das hätten... Ja. Deswegen, also... Und in den Parks am Buffet kann man sich halt voll fressen, wie man möchte. Und man ist auf jeden Fall satt und auch lange satt für den Tag. Ich weiß nicht, wie lange es satt es mich hier halten würde, wenn ich es Mittag essen würde. Abends ist das nicht so schlimm bei mir. Aber... Also Preis-Leistung passt aktuell hier nicht. Ich hoffe, daran schrauben sie noch ein bisschen und hören auf das Feedback. Klar, ja, aktuell natürlich Inflation und Gas und so weiter, alles ist teuer. Aber, oder macht die Portionsgrößen größer oder gibt es irgendwie bessere Menüs oder so. Naja, trotzdem, es war solide, wir sind alle satt und das war das Video zum Royal Pub. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst bitte einen Daumen nach oben da, abonniert den Kanal, drückt auf die Glocke und dann sehen wir uns ganz bald wieder. Ciao.